Herzlich willkommen in Michas Kännchen in Essen. Da ist er ja wieder. Das Lokal zieht seit Jahrzehnten Nachtschwärmer aus dem gesamten Ruhrgebiet an. Doch rein kommt nicht jeder. Erst einmal müssen sie an ihm vorbei. Türsteher Jürgen. Da bleibst du stehen. Da bleibst du stehen. Da bleibst du stehen. Mich egal, bleib da stehen jetzt. Dafür, dass das Kännchen läuft, sorgt Chef und Inhaber Michael Becker, genannt Micha. Also sag mal so, 80% kenne ich schon im Laufe der Jahre. Ist doch klar, ne? Über 40 Jahre mache ich das. Ich bin jetzt schon hier 33 Jahre in dem Kännchen. Und hier kommen ja alle mal hier, weil danach, nach uns gibt es nichts mehr. Die meisten die kommen ja jetzt noch früh, die kommen ja noch alle, noch früh. Geht alle voll in Essen-Umgebung. Prost, Sattling. Kommt die Oberhausener, Jungs. Hey, Micha! Alter Junge, da bist du. Was ist jetzt? Lange nicht hier gewesen. Alles gut? Mitternacht. Jetzt erst öffnet das Frühlokal im Ruhrgebiet. Nachtschwärmer schwirren in Scharen an die Bar und auf die Tanzfläche. Ins Kännchen kommen meist die, die in anderen Diskos nicht reinkommen. Oder die, die bis in den Morgen weiter feiern wollen. Dieser Cocktail aus Nachteulen, Alkohol und Krawallbrüdern erfordert Maßnahmen wie den meterlangen NATO-Draht, der den Club komplett umzäunt. Als der noch nicht da war, dieser normale Zaun, haben die versucht, dann entweder von da nach da oder von hier rüber. Ist natürlich immer so, da haben wir Schwierigkeiten mit gehabt. Also hat die Geschäftsführung dann entschieden, einmal ganz rum. Und wer da drin hängen bleibt, kann ich nur sagen, da kommt Krankenwagen. Ist alles kaputt. Haben wir alles schon gehabt. Manche Leute bleiben ja nicht, wenn sie, sagen wir mal, sind da drin, die bleiben ja nicht, die bewegen sich ja. Die wollen ja dann raus. Aber immer tiefer ins Fleisch und dann hast du Sauerei. Nicht umsonst wird der Club auch die Festung genannt. In seinen 15 Jahren in Michas Kännchen hat Türsteher Jürgen außerdem schon einigen Querulanten sagen müssen, wo es lang geht. An dem gelernten Bademeister und Masseur kommt keiner einfach so vorbei. Auf jeden Fall muss ich auf alles vorbereitet sein. Da muss ich immer 100% alles geben. Ich kann nicht immer sagen, ach komm, jetzt ist 3 Uhr, geht gar nicht mehr. Jetzt mach ich jetzt. So, pass auf. Ich hol mal eben den Michael. Ja, ja, alles in Ordnung. Ja, pass auf. Grüße euch, alles klar, Mann. Micha Becker, Jürgen, hier bitte einmal schau mal die Tor. Dieser Herr ist als Störenfried bekannt und Jürgen erinnert sich noch bestens an den Ärger vom letzten Mal. Das letzte Wort hat jetzt Chef Michael. Nur der entscheidet, ob der Gast überhaupt noch einmal in seine Festung darf. Aber diese Pfoten, das passt jetzt nicht zu dir, ne, ein junger Mann. Das passt, na klar passt das zu mir. Pass auf, wenn du hier vorne nächstes Mal noch mal so bist zu mir. Ja, du brauchst ja nicht Zeit, warum machst du das? Dann kriegst du von mir Boxen, dann sag ich dir. Manche Gäste brauchen eben klare Ansagen, besonders wenn sie betrunken sind. Ja, ich bin der beste Kunde von Michael, das kennst du. Tja, genau. Ja. Weil bei der gereizten Stimmung jeder Gegenstand zur Waffe werden kann, muss der Türsteher seine Augen überall haben. Und bis Chef Micha Zeit für den altbekannten Störer findet, hat Jürgen dafür zu sorgen, dass der junge Mann das Privatgrundstück nicht betritt. Wenn du dich mal anders benehmen würdest, da innen drin, hier vorne sowieso, und da drin benehmen würdest anders, dann hast du die Probleme nicht hier. Ja, aber sagen wir dir schon seit mehreren Jahren, 2 Jahren, glaube ich schon. Weißt du, an mir ist das egal, ob du hier reinkommst oder du bist hier vorne oder du scheißt in die Hose, mir ist das egal. Ja, da ist so. Der Mann will wohl unbedingt ins Frühlokal. Da wartet er auch vor dem Tor geschlagene 15 Minuten, bis endlich der Hausherr erscheint. Micha schaut den meisten Gästen tief in die Augen, um herauszufinden, ob Drogen mit im Spiel sind. Da ist er ja wieder. Alles gut? So, halt ihn hier raus. Ja, ich bin voll zu. Nein, komm nicht da. Gern rein. Gut. Alles erklärt. Chef Micha hat das Sagen. Drogentest bestanden. Und Micha setzt außerdem auf sein Geheimrezept. Hat der Gast draußen vorm Tor lange genug geschmort, ist die Freude bei ihm umso größer, wenn er dann doch rein darf ins Kännchen. Und er wird versuchen, sich zu benehmen. So baut man im Kännchen Bindung zum Gast auf. 2 Dancefloors und jede Menge Bier und Schnaps sorgen im Kännchen für immer bessere Stimmung. Der größte Andrang herrscht gegen 3 Uhr morgens. Dann machen die Türsteher zur Sicherheit auch eine Leibesvisitation bei den Gästen. Aus gutem Grund, denn viele haben Dinge in den Taschen, die im Kännchen nichts zu suchen haben. Vor ein paar Tagen in einer anderen Diskothek in Essen in Bottrop, Messerstecherei, 10 Leute angestochen. Die mit sowas da rumlaufen, ist ja klar, ist natürlich nicht so gut. Ne?
Damit es im Kännchen so friedlich wie möglich bleibt, steht Sicherheit bei Micha an erster Stelle. Also ich denke mal, die Leute nehmen Frauen ja wie zum Schutz. Verstehe ich auch, draußen so rumlaufen. Die Männer weiß nicht warum. Apfel zu schälen vielleicht, keine Ahnung. Ich brauch's aber nicht. Warum machen die das? Imponieren vor anderen, mit dem Messer zeigen und dann passiert da doch was. In Michas Kännchen muss keiner Angst haben. Morgens um 4 haben die meisten Gäste ordentlich was gebechert. Pegel und Stimmung sind gleichermaßen hoch. Kein Wunder, dass es plötzlich an der Bar zum Gerangel zwischen zwei Gruppen kommt. Chef Micha ist sofort zur Stelle. Komm her, ist gut, komm da raus, geh raus! Nicht provozieren! Oh! Hör mal zu! Ich will gehen! Ist doch gut, kannst du doch. Gib mir mal deine Karte. Und? Ist gut, jetzt geht wieder rein! Alle rein! Komm mit! Nach über 30 Jahren im Nachtleben weiß Micha, wie er Hitzköpfe runterkocht. Doch plötzlich tickt der betrunkene Pöbler wieder aus. Auf geht's damit! Scheiße, was sein jetzt hier? Komm, wir gehen raus. Das ist aggressiv. Wir gehen raus, Habibi. Ja. Hallo! Hör auf! So aggressiv wie er ist, hat der junge Mann im Frühlokal nichts mehr verloren. Michas Gäste sollen hier feiern können und nicht verprügelt werden. Doch der Randalierer sieht das wohl ganz anders. Hey, 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 hey! Der junge Mann beweist aufs Neue, dass er im Kännchen eine Gefahr für alle anderen Partygäste wäre. Für ihn heißt es jetzt endgültig Schluss mit lustig und tschüss. Ah, jetzt! Dann geh nach Hause, geh! Geh wieder rein. Mach's. Was ist denn los? Er hatte wahrscheinlich zu viel geschnüffelt. Ja, da ist das Problem. Damit er keine anderen Partygäste belästigt, warten Jürgen und ein Kollege mit vor dem Tor, bis er endlich weg ist. Guck mal, wie man mit den Leuten auch umgeht, verstehst du? Man muss erst mal raus, der man aus dem Gedränge hat, weil er gestänkert hat. Und dann kommt er bei mir, dann bereue ich ihn erstmal wieder. Am Ende ist es doch gut, wenn man sein Geld kriegt, der gibt mir die Karte und der kommt von nicht nach Hause, der muss ja nicht mit Schaden nach Hause gehen. Zieh ihn raus, sitzt in der Luft, ist das gut. Gut? Zu früh gefreut. Nee. Hör mal zu, du Spackel, du. Warte. Faschistler, Spacken, du! Türsteher und Tor sind die perfekte Besoffenenabwehr. Ungefährlich sind solche Aktionen aber nicht. Von sowas haben wir schon mal einen gehabt, der hat vor Tor getreten und hat sich das Schienbein gebrochen. Doch der junge Pöbler hat immer noch nicht genug.